So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead Survival Instinct. Ja, in der letzten Folge haben wir Merle gefunden. Das war eigentlich schon in der vorletzten Folge. Wir haben Benzin gefunden. Wir sind im Sägewerk angekommen. Und ich habe so einen ganz doofen Verdacht, dass die Orte immer unterschiedlich spawnen. Das heißt also, dass ich beim letzten Mal habe ich definitiv irgendeinen Campingplatz noch gehabt. Den haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen. Und ja, irgendwie ganz komisch. Egal, ich würde sagen, wir machen weiter. Wir sollen einen Weg ins Holzfällerlager finden. Und ich hatte mir in der letzten Folge so überlegt, so, die Idee hat funktioniert. Der sieht ziemlich tot aus. Okay, die sehen ja alle ziemlich tot aus und sind es trotzdem nicht. Stimmt, die riechen uns. Da sieht man es jetzt schön. Na, kleines Hosenscheißerle. Hallo. Ach, die zwei hatten wir, glaube ich, von da hinten aus schon gesehen gehabt. Kann das sein? Wo kommt der denn her? Wo kommst du denn her? Na, wo kommst du, kleines Schweinchen, denn? Ups. Ja, halt die Hände hier ruhig drauf. Die schneide ich dir mit ab, du. Hände und Bumsbirne wird hier alles abgeschnitten. Ich wollte, genau. Wollte mal einen E-Drink nehmen. Ja, ich sehe da Loot. Tut mir leid. Ja, ich bin Loot-geil. Tut mir leid. Wird sich vermutlich auch nie ändern. Mit Loot kann man mich schon fast überall hinlocken. Sonst sehe ich hier gerade sowieso nicht viel. Aua! Wo kam die Sau denn her? Ach, Mistvieh. Wow! Das war fast klar. Na, jetzt. So, ich laufe jetzt hier mal durch. Ich weiß, da hinten rechts war noch einer. Da sind auch nochmal zwei. Meine Fresse. Es hat nicht so gefruchtet, wie es geplant war, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ne? Ich will jetzt hier erstmal drauf. So. Jetzt sehen wir zumindest erstmal ein bisschen was. Thank you. Da hinten sehen wir auf jeden Fall noch einen fucking Beißer. Da. Legst du den auch um? Okay, das heißt, hier ist eigentlich ziemlich friedlich gerade. Da warten wir, bis die Sau da hinten kommt, ob der uns sieht.
Dann versuchen wir mal, da vorne war ja eine Tür, ob wir da rein können. Was? Alter, die... Ja, schön. Hier sehe ich mindestens einen Beißer drin. Fickt euch doch, ihr Affen. Haha. Scheiße, das heißt, die Säcke attackieren uns. Miese Dreckschweine. Hier ist aber eine Menge Loot. Jetzt bräuchte man nur noch... Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt bräuchte man nur noch Nahrung. Dann wäre der Raum hier eigentlich schon mal ganz geil. Weil dass die Penner uns auch so einfach attackieren, ne? Was? Wo kam denn der jetzt her? Drecksau. Ach, da ist noch Hammer, okay. Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Sehr gut. Hier sollten wir hoffentlich außerhalb der Sichtweite von den Typen da oben sein. Ich dachte, die sind freundlich zu uns. Die geben uns Medikamente und sind lieb und nett und nette Staatsbürger und so. Immerhin sind wir mit einem Polizeiauto hergekommen. Das könnte ja also heißen, dass wir Polizisten sind. Aber nein. Die knallen uns ab. Drecksicke. So, was haben wir denn jetzt eigentlich alles bei? Pistole, Pumpgun. Nice. Den Hammer. Weiß nicht ganz so die Absicht, aber es hat ja funktioniert. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier am besten hin, Tor? Scheiße. Ich gehe davon aus, dass wir hier rein sollen. Hier bin ich. Scheiße, wie kommen wir denn da jetzt hin? Verdammte Axt, Mann. Also ich sag mal so, hier vorne im Sichtbereich sind wir natürlich
an sich vor den Beißern geschützt, weil die knallen sie ja auch ab. Aber wie kommen wir denn da jetzt vor Schreck durch? Ich würde ja fast sagen, wir versuchen das doch da vorne lang. So, sobald er weg ist jetzt. Ach du heilige Scheiße. Ich hoffe, dass die Affen hier vorne nicht auf uns schießen können. Puh. Sehr schön. Also der Hammer ist definitiv hierfür die bessere Waffe. Weil man kommt besser ran. Man kann auf jeden Fall besser attackieren. Und wenn sie alle einzeln kommen, ist sowieso immer top. Und fall um. Da drüben ist auch noch mal einer. Das ist aber auch okay. Ist auf jeden Fall das erste Mal, dass wir die Situation haben, dass wir auch attackiert werden. Also nicht vom Beißern, sondern von anderen Menschen. Aha, da vorne. Das sieht hier echt komisch aus. Achso. Heißt durch und danach hinten links. Ach, da ist noch so ein fucking Beißer. Gut, den können wir ja umlegen. Might be able to block them off. Valerie, goons are broken through. Get over here and help. We've called for military assistance, but there's only one recon chopper in the area. They won't get here in time. An sich weiß ich, was wir tun sollen. Ah, okay, die sind hier rein. Jetzt müssen wir hier vermutlich trotzdem alles ausräuchern, was hier so sich noch bewegt, wird kreucht und fleucht. Da sehe ich erstmal ganz automatisch 4 Beißer. Ey, ernsthaft, das möchte ich nicht so unbedingt ausräuchern hier gerade das Nest. Das hat doch jetzt relativ gut funktioniert sogar. Was ist denn... Jetzt muss ich erstmal gucken, was ist denn... Ein halbautomatisches Gewehr ist übrigens das, was sie gefunden hatten. Suchen Sie nach Überlebenden des Angriffs aufs Lager. Da sind einfach mal viel zu viele. Ich
Mann, geh drauf. Der ist down. Da gucken wir mal kurz. Da ist nichts. Ja, jetzt kommen wir hier nicht gut zum Looten. So, das hat er jetzt gesagt. Ach, da hinten ist eine Türe. Da ist gesperrt. Da hocken jetzt vermutlich die ganzen blöden Beißer vor. Da kommt noch einer. Na, komm her. Na, komm her. So. Wir sollen auf jeden Fall nach oben. Gehe ich zumindest mal ganz stark von aus. Und bevor wir hier böse, böse Beißer treffen. Nein, ich glaube, Travis ist gerade gefallen. Hier möchte ich nicht runterfallen. Wo müssen wir denn jetzt schon wieder lang? Ach so, hier geht's runter. I understand. Aber trau den Säcken ja nicht so richtig, ne? Meal. Nee. Okay, hier ist also alles tot. Das ist gut. Und wie wir das gerade gehört haben, will der Munition haben. Den Schatten. Ja, mit Mike quatschen wir gleich. Ich habe da hinten mich was gesehen. Sehr geil. Ja, das glaube ich. Hallo. Was it worth it? All of this? We had a good thing going here. Little way station. Goons kept outside. I was able to protect these people. Why'd you do it? Me? I didn't do this. Too bad about your camp, but I didn't cut no fence. Look, my brother, he's real sick. We know you got meds. So the reason we came here. Meds? Yeah, I suppose. Guess that's all I got now. Is this enough to buy me a ticket out of here? Yeah, man, that's more than enough. Main gate is that way. It's still blocked, last I saw. You gotta cut through the sawmill to get out. It's gated, too. Here's the, code key. I got more ammo stashed. I'm gonna grab it, and I'll meet you at the gate. Hopefully. Ah. Heißt, wir haben einen neuen Mitstreiter. I told you I'd meet you. Get a move on. So, jetzt haben wir. Finden Sie einen Weg aus dem Lager heraus. Okay. Watch out for the splitter blades. They'll make lunch get out. Sicke. Alter, habt ihr einen Schatten? So, Taschen ab. Jetzt muss ich mich erstmal umgucken. Also, wir sollen da lang raus. Aber Munition lassen wir natürlich nicht so freiwillig liegen. Da ist gesperrt und mir juckt schon wieder die Nase.
Ah, cool. Mann. There has to be something here. You're alive. I got separated from my aunt. I'm trying to stay alive long enough to find her. You got any food you could spare? I found some gas. You can have it. Anything you could spare would be good. Please, anything. Mann. Das heißt, wir müssen jetzt Nahrungsmittel finden, oder was? Ja, durchsuchen Sie die Wohnwagen in der Gegend nach Lebensmitteln. Wohnwagen? Die meint aber nicht, dass die Dinger, da sind keine Wohnwagen, richtig? Das sind Zelte. So, jetzt ist... Wo ist denn hier Wohnwagen, verdammte Axt? Also, als ich nicht viel sehe, ist mir schon klar... Exeter, wo ist denn hier ein Wohnwagen? Also, jetzt mal ehrlich, Leute. Wo soll denn hier Wohnwagen sein? Weil ich würde ja gern die beide mitnehmen, weil das ist einfach mal von Vorteil. Hihi. Wow. Uns haut was anderes. Oh, ich sehe gar nichts. Fick dich, du Miststück. So, na komm mal her. Na komm mal her. Oh, scheiße. Darunter wollte ich gar nicht. Hoch da. Ja, manchmal ist das ein bisschen buggy, finde ich. Also, man glitscht hier teilweise echt böse runter irgendwo. Ist etwas blöd. Alter, und wie viel kommen denn hier schon wieder? Ihr hört das gerade die ganze Zeit, wie ich meinen Controller quäle. Ja, das kann ja mal vorkommen. Okay, hier ist jetzt erstmal alles soweit down. Hoffe ich. Ich dachte gerade, da hinten wäre ein Loch in der Wand, im Zaun, so rum. Jo. Ja, ich bin feige. Ich verstecke mich hier wieder oben drauf. Da liegen sie ja zwei Beißer. Sonst war da aber gar nichts gerade. Ja, wir dürfen ja auch echt nicht lange stehen bleiben, ne? Da ist auch ein Beißer. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier ein Stückchen zurück. Nieten den auch um. Es wäre ja schon fast die Überlegung, ob wir die nicht hier ein Stückchen näher rüber locken können. Kommt. 1, 2, 3. Fein.
Mist. Ich wollte die eigentlich rüberlocken. Weil ich sehen wollte, ob die durchgesägt werden. Wäre interessant. Das war ich nicht. Ich bin unschuldig. Gut, der Beißer hat uns zwar gesehen, aber... Verdammt, das ist ein Mistvieh. Also mit dem Hammer können wir das eigentlich so machen, dass wir den Viechern direkt eine geben und sie ja nicht nahe noch rankommen lassen zum Schlagen, scheint's. Na, komm, komm, komm. Mann. Fick dich, du Miststück. Versuchen wir es mal mit E-Drinks. Ist echt blöd und ich habe immer noch keinen blassen Schimmer. Dämlichen Peißer da erstmal sind. Dämliche Viecher. Wow! Die Viecher sind ja schon da. Ach, du bist Kacke. Die Schnauze. Das ist auch blöd, dass man hier nicht drauf kann. Mir hat schon wieder die Nase. Da hinten ist noch ein Beißer. Da sehe ich noch einen Beißer. Alter, wie viele Beißer hier sind, übel. Einer ist down. Feg dich. War nicht ganz so die Planung. Aber wenn wir es schaffen, uns an die ranzuschleichen, das machen wir aber jetzt noch in dieser Folge. Nice. Ja, ich würde sagen, mit dem Double Kill beenden wir auf jeden Fall mal die Folge. In der nächsten Folge versuchen wir mal, ob wir noch Lebensmittel finden. Ich befürchte nur, dass wir dann den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Das wäre echt scheiße. Ja. Und schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall da wieder rauskommen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall auch in der nächsten Folge, hoffe ich. Und ich danke euch super mega doll fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.